Wahrscheinlich ist dein Körper einfach komplett in einem Notzustand und hat deswegen auch den Hunger ausgeschalten, weil er denkt, er bekommt sowieso nichts mehr. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch wieder viel mit Hormonen zu tun, Leptin, Ghrelin. Wenn man denkt, alleine ich jetzt, da war ich nicht in der Anorexie, also nicht mehr psychisch doll krank, sondern ich habe halt einfach so Sport gemacht. Wir Wettkampfsportler, wir machen mal eine Diät. Und ich hatte auch eine Sommerdiät gemacht und dann ist meine Periode ausgeblieben. Und die ist lang ausgeblieben und dann bin ich auch irgendwann zum Arzt und man hat sich zum Beispiel mal das Hormon Leptin angeguckt. Also ist quasi für die Sättigung verantwortlich, wird in den Fettzellen produziert und ich habe einen Leptinmangel gehabt. Also Leptin war eigentlich nicht vorhanden. Hello, hello und herzlich willkommen zum Happy, Healthy and Confident Podcast. Wie jeden zweiten Montag starten wir gemeinsam in die neue Woche und wir haben wieder unseren Lieblingsgast da, die liebe Melanie Maurer, Ärztin und Psychotherapeutin, angehende Psychiaterin, die auch Teil von LT Coaching ist. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Lina, ich bin lizenzierte Fitnesstrainerin, Ernährungsberaterin und Health Coach und vor allem voran natürlich Essstörungsüberlebende auf Mission zu helfen. Und tatsächlich ist das Thema Recovery heute auch hier ein riesengroßes Thema, denn die liebe Melanie darf heute ein paar Fragen beantworten. Ich quatsche natürlich auch mal ein bisschen mit. Ihr habt mir nämlich fleißig Fragen gestellt, die habe ich mir notiert und heute sprechen wir ganz viel über das Thema Periodenrecovery, Sport, Ernährung, Sport in der Periodenrecovery. Ist es sinnvoll? Ja, nein. Wenn ja, wie? Ernährung, wie schaffe ich es mit der Ernährung? Was mache ich vielleicht auch, wenn ich keinen Hunger und Sättigungsgefühl habe? All solche Fragen erwarten dich heute hier und falls du sagst, okay, ich bin nicht ganz gesund, ich habe Probleme mit dem Essverhalten, ich mache sehr exzessiv Sport, habe da eher eine ungesunde Beziehung zu meinem Körper, dann bist du heute genau richtig und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Lass uns gerne eine Bewertung da und falls du, erfährst du auch in der Folge, ein Ernährungsprotokoll hast, das du gerne ausgearbeitet oder ausgewertet haben möchtest, send es mir gerne an meine E-Mail-Adresse zu. Aber mehr in der Folge und vielleicht findet dann dein Protokoll natürlich ganz anonym ohne Namen hier im Podcast auch mal ja, Platz, dass wir uns das einfach mal gemeinsam anschauen und dir persönlich ein paar Tipps mitgeben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, die Folge ist super cool geworden, finde ich. Und falls dir noch Fragen einfallen, schreib's uns gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und ich hätte gesagt, ganz viel Spaß bei der Folge. Liebe Melanie, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und es wird halt eine ganz spontane Folge. Hätte ich gesagt, ich habe mir ein paar Fragen notiert. Und ich stelle dir die jetzt einfach mal. Voll gern. Bist du bereit? Yep. Wunderbar. Also, erstmal kam die Frage, die kam in meiner Fragerunde jetzt letztens. Die habe ich mir gedacht, die nehme ich gleich mal mit auf. Und zwar sprechen wir einfach mal so ein bisschen über das Thema Essverhalten, Recovery, Sport. Wie schaffe ich es wieder gesund zu werden? Und da fand ich die Frage eigentlich ganz schön. Und zwar hat jemand gefragt, und ich glaube, das beschäftigt viele, wie viel Kalorien sollte man circa im Überschuss essen, damit die Periode wiederkommt? Ja, wie immer gibt nichts, gibt keine Pauschalantwort. Es ist immer individuell oder es kommt drauf an, wie man so schön sagt. Und für jemanden, der seine Periode verloren hat oder der seine Periode nicht mehr hat oder noch vielleicht auch noch nie hatte, aufgrund des Untergewichts oder aufgrund einer Mangelernährung oder Minderernährung, muss derjenige natürlich erstmal wieder in einen normalen, gesunden Körperfettbereich kommen. Da hilft es nicht. So, ich esse jetzt mal eine Woche 3000 Kalorien im Überschuss, dann kriege ich meine Periode wieder. Nein, so funktioniert es natürlich nicht, sondern ich muss erstmal wirklich aus dem Untergewicht raus. Aber selbst wenn ich dann wieder im Normalgewicht bin, heißt jetzt nicht so, Tag 1, ich bin im Normalgewicht, jetzt muss aber die Periode wiederkommen. Nein, selbst dann kann es noch Jahre, Jahre, Jahre dauern. Bis Jahre, in denen man wirklich auf Erhalt oder sogar im Überschuss ist und dann seine Periode vielleicht oder hoffentlich seine Periode wiederbekommt. So pauschal kann man das, wie gesagt, nicht sagen. Es kommt natürlich immer auf die Ausgangslage drauf an. Wenn jetzt ein Mädchen wochenlang gar nichts gegessen hat oder jeden Tag nur ein Apfel oder jeden Tag nur ein Joghurt, ja, dann kannst du nicht sagen, iss mal 1000 Kalorien im Überschuss. Das ist dann vielleicht für das Mädchen
2500 oder so. Das kann die nicht, wenn die vorher nur 100 Kalorien am Tag hat. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen. Natürlich, wenn ich jetzt eine Empfehlung geben müsste, würde ich sagen, ja, so 300 bis 500 Kalorien im Überschuss. Aber wie gesagt, das kann man nicht sagen und man muss von der Ausgangslage kommen, gucken. Und dann, ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann besprochen, von Woche zu Woche, wenn man das schafft, zu erhöhen, so von Woche zu Woche 100, 200 Kalorien hoch, je nachdem, wie es einem damit geht, je nachdem, wie es einem körperlich geht, aber natürlich auch mental, dass es nicht einfach ist, so eine Zunahme ist klar, aber muss sich halt immer wieder bewusst machen, wofür man es macht oder warum man es macht. Genau, aber wie gesagt, eine pauschale Antwort kann man da nicht geben. Ich würde, oder man kann sagen, 200 bis 500 Kalorien mehr als das, was man bisher gegessen hat. Also wenn sie bisher 1000, 100 Kalorien am Tag gegessen hat, dann vielleicht 600. Du Je nachdem. sprichst mir aus der Seele. Das war jetzt voll die, ich habe hoffentlich sagst du jetzt meine Wie Geburtstag zu immer. Beginn. Und ja, es ist tatsächlich so. Aber es ist eine Frage, die liegt den Leuten so auf dem Herzen. Und weil du gerade gesagt hast, ich habe schon geguckt nach der Folge. Folge Nummer 40 war es. Da haben wir über das Thema Essverhalten und Struktur auch geredet. Also wie schaffe ich es denn, da eine gesunde Beziehung aufzubauen? Weil wie du schon sagst, es ist ganz klar, wenn ich jeden Tag nur Joghurt esse, kann ich jetzt nicht sagen, ist so und so viel im Überschuss. Weil dazu musst du ja erst mal wissen, wie viel Kalorien brauche ich oder wie viel Nahrung brauche ich, um mein Gewicht zu halten. Und ich finde auch, wenn man gerade jetzt nicht Kalorien zählt, gibt ja auch einige, die zählen keine Kalorien. Bleibt dabei, ihr braucht keine Kalorien zählen, sondern ich finde immer, man darf gucken, dass man so ein bisschen erhöht und dann Step für Step erhöht und sich dann regelmäßig wiegt, bestenfalls, gerade wenn man zunehmen muss. Aber ganz viele machen den Fehler, das habe ich so oft, dass ich dann panische Nachrichten bekomme. Lina, ich habe mich gewogen und ich wiege jetzt 1 Kilo mehr und es ist halt, weißt du, wenn man sich einmal wiegt die Woche oder zweimal die Woche wiegt, ich sage immer, ein Gewicht alleine ist sowas von gar nicht aussagekräftig. Überhaupt nicht. Und das merken die Mädels dann auch, wenn ich sage jetzt, du, fahr mal einen Gang runter, entspann mal, es ist alles gut, das ist nur eine Zahl. Wenn es jetzt die nächsten 2, 3 Mal auch wieder 1 Kilo hochgeht, dann steuern wir gegen. Aber glaub mir, das wird nicht sein. Und siehe da, das nächste Mal ist das Gewicht wieder ein halbes Kilo runter oder so. Also da auch nochmal ein kleiner Reminder, wenn man zunehmen muss oder aus einer Mangelernährung kommt. Das bedeutet nicht, dass man untergewichtig ist, aber man braucht einfach mehr Körperfett, damit die Periode wiederkommt. Dann sollte man sich so wiegen, dass man einen Durchschnitt bilden kann. Also du wiegst dich 5-mal die Woche und dann zählst du die Gewicht quasi zusammen 5-mal und teilst es durch 5 und dann hast du dein Durchschnittsgewicht. Und so würde ich das von Woche zu Woche dann vergleichen und dann, wie du sagst, immer ein bisschen anpassen. Dann esse ich halt mal ein bisschen mehr. Ich baue die Mahlzeiten aus. Ich esse statt den halben Teller voll Gemüse und ein Viertel Kohlenhydrate halt nur ein Viertel Teller Gemüse und einen halben Teller voll Kohlenhydrate. Oder war das verständlich erklärt? Ja, so wollte ich es auch gerade noch erklären. Genau, es gibt einfach kein richtig oder falsch. Und dann sagst du zum Beispiel, angenommen, du frühstückst morgens Porridge oder du frühstückst morgen Brötchen oder Toast, dann nimmst du eine Scheibe Toast mehr. Oder wenn du Porridge frühstückst, dann nimmst du einen Löffel Haferflocken mehr. Du musst es ja nicht abwiegen. Oder du machst ein bisschen mehr Nussmus auf dein Frühstück. Oder zum Mittagessen eben nimmst du noch 5 Gabeln Reis mehr. Es ist eigentlich so einfach. Aber ganz oft spielt eben das Köpfchen auch eine Rolle. Und gerade weil die Maus auch gefragt hat, okay, ich möchte die Periode wieder bekommen. Und was mir da auch immer noch ganz wichtig ist, dass man wirklich, wirklich sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, ohne Fette, keine Hormone, ohne Hormone, kein Leben und ohne Hormone, auch keine Periode. Also ganz wichtig sind wirklich alle Makronährstoffe. Man sollte auf nichts verzichten, weder auf Eiweiß noch auf Kohlenhydrate noch auf Fett. Und ich finde auch, man soll so viel Abwechslung wie möglich reinkriegen, damit der Körper einfach ganz, ganz viel hat, mit dem er arbeiten kann. Weil per se gibt es nicht dieses eine schlechte Lebensmittel und dieses eine Wunderlebensmittel, sondern ich finde immer, die Vielfalt macht's. Und wenn du den ganzen Tag Brokkoli isst, ist das gesund. Gerade wenn man keine Periode hat, bitte mach das nicht nach. Aber den ganzen Tag Schokolade essen ist genauso wenig gesund. Also es ist beides ungesund, obwohl es scheinbar zu kategorisierende Lebensmittel sind. Eat the rainbow.
Ja, absolut. Es ist wirklich so. Und gerade auch wenn es ums Thema Frauengesundheit geht, ist es halt wirklich wichtig, dass man regelmäßig isst, dass man Fette isst, dass man seine Kohlenhydrate auch isst. Gemüse und Eiweiß essen die meisten eh. Da Ja. einfach wirklich viel reinbringen. So viel es geht. Und wenn man da individuell Unterstützung möchte, kann man natürlich immer sagen, okay, man meldet sich bei uns und man schreibt für 3, 4 Tage mal ein Ernährungsprotokoll, genauso wie man aktuell ist. So mache ich das mit meinen Mädels super gerne, dass die einfach wirklich aufschreiben, okay, wann stehe ich auf, wann gehe ich ins Bett, was esse ich in der Zeit, wie fühle ich mich, was trinke ich. Und dann geht man das gemeinsam durch und kann das dann auswerten. Dann kann man auch sagen, okay, morgens isst du jetzt die eine Scheibe Toast mehr? Oder wir machen, hier fügen wir was dazu. Oder das können wir vielleicht austauschen. Irgendwie so. Und ich finde, das kann man am besten tatsächlich immer persönlich machen. Aber falls das jetzt mal jemand interessant finde, vielleicht können wir das auch mal machen, dass wir einfach sagen, irgendein Zuhörer von uns schickt uns einfach mal ein Ernährungsprotokoll und wir schauen uns das mal an. Dass wir mal Ja. so eine kleine. Ernährungsanalyse. Ja, genau, eine Ernährungsanalyse. Also stimmt gerne mal ab in diesem Tool, ob ihr Lust hättet, dass wir mal so ein Ernährungsprotokoll hier auswerten. Da gibt es ja diese Funktion, wo man abstimmen kann oder einfach einen Kommentar da lassen. Und dann schauen wir uns mal ein Ernährungsprotokoll an. Könnt ihr gerne an info@lt-coaching.net schicken. Verlinke ich auch in der Beschreibung. Und dann suchen wir uns einfach mal eins raus. Vielleicht kommt ja was rein. Ich bin echt gespannt. Ich auch. Genau, ansonsten glaube ich, haben wir die Frage beantwortet. Und Ja. passend dazu kam auch noch eine Frage, die geht jetzt weg von der Ernährung hin zur Bewegung. Und zwar hat die gleiche Frau gefragt, muss man mit Kraftsport aufhören, um die Periode wiederzubekommen? Ha. Das ist natürlich so eine, hast du natürlich die richtige getroffen, gell? Also, wenn mir jemand sagen würde, du musst mit dem Kraftsport aufhören, ganz, ganz schwierig. Und ich finde, man sollte auch nicht zu viel Sachen wegstreichen, die einem gut tun. Aber da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Wenn jemand sagt, der 30.000 Schritte am Tag geht, ja, das tut mir gut, ich brauche das für meinen Kopf und so, muss man sich halt schon wieder hinterfragen, ist das wirklich in Maßen, was du da machst, oder ist das in Massen? Wenn jemand jeden Tag ins Fitnessstudio rennt, morgens was macht, abends was macht, muss man sich auch überlegen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Man könnte gucken, dass man das Krafttraining vielleicht ein bisschen reduziert. Vielleicht einfach nur dreimal pro Woche ein Ganzkörpertraining macht oder so. Einfach, weil wenn jemand seine Periode ja nicht hat, dann heißt es, der Körper hat Stress. Der Körper hat viel zu viel Stress. Zu wenig Essen ist Stress für den Körper. Untergewicht ist Stress für den Körper. Aber natürlich Sport, Bewegung ist halt auch Stress für den Körper. Man muss halt einfach insgesamt gucken, dass der Stress auf den Körper weniger wert wird, dass der Körper sich wieder gesund und wohlfühlen kann, sodass er bereit ist, quasi Kinder zu kriegen, weil das ist nichts anderes. Nur wenn ich meine Periode habe, bin ich fähig, als Frau Kinder zu zeugen und auch zu bekommen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall pauschal nicht sagen, streichst Krafttraining weg. Wenn du dann nur zu Hause auf dem Sofa sitzt und gar nichts mehr machst, ist es halt auch nicht gut und auch nicht gesund. Aber einfach mal gucken, was ist die Ausgangslage, wie viel machst du im Moment, kannst du das ein bisschen reduzieren, dass du trotzdem noch einen Benefit davon hast, aber dass es dich halt nicht negativ beeinflusst. So hätte ich es jetzt gesagt. Bin voll bei dir. Ich sage auch immer zu jeder Frau, ich würde dir niemals den Sport verbieten. Es geht immer darum, okay, aus welcher Intention mache ich das? Ja. Warum mache ich Sport? Mache ich jetzt die 30.000 Schritte, um mich zu quälen? Oder gehe ich 2, 3 Mal die Woche ins Fitnessstudio, mache Kraftsport, um meine Knochen zu stärken? Stichwort Osteoporose, Kraftsport ist, finde ich, sogar sehr, 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 sehr wichtig, gerade auch für Frauen, die zum Beispiel keine Periode mehr haben. Und man muss natürlich auch sagen, Bewegung an sich ist nicht schlecht. Es geht auch in, also alle, die dir sagen, in der Periodenrecovery, du darfst keinen Sport mehr machen, finde ich, wie gesagt, auch total kontraproduktiv. Ich finde, man muss halt immer eine gesunde Mitte finden, weil nicht die Bewegung an sich ist jetzt das Problem, sondern es kommt zu wenig Energie rein, also zu wenig Essen, du hast zu wenig Ruhe, du hast zu wenig Pausen, deine Speicher sind dauerhaft leer und du kannst dieses Level, das du aktuell hast an Aktivität, einfach nicht ausgleichen. Also es geht mehr Energie raus, als reinkommt. Und wenn du keine Periode hast, muss mehr Energie reinkommen, als das rausgeht. Weil wie du sagst, es ist Stress da und wir müssen ja schauen, wie schenken wir unserem Körper da auch irgendwo Sicherheit und Ja. ganz wichtig, Ja, aber ja. ja.
Ja, weil du das gesagt hast mit der Intention und man muss sich halt auch überlegen, mache ich den Sport, um Kalorien zu verbrennen oder mache ich den Sport als Ausgleich von der Arbeit, als Ausgleich von meiner sitzenden Tätigkeit, einfach weil es mir Spaß macht, weil ich da runterkomme. Genau. Und weil du auch angesprochen hast, das muss halt passen mit Intake und Outtake. Ich finde aber, man kann halt dann trotzdem nicht sagen, ich mache 30.000 Schritte am Tag und esse halt dafür viel, viel mehr. Das ist halt trotzdem insgesamt Stress. Also das geht natürlich trotzdem nicht. Ja, nein, eine gesunde Mitte finden. Also von Schritte zählen würde ich komplett eh absehen. Aber wenn du jetzt sagst, okay, weil die Frage war jetzt aufs Kraftsport bezogen, wenn du 2, 3 Mal die Woche zum Kraftsport gehst, finde ich das Ja. absolut in Ordnung. Ich finde aber dann, das sage ich meinen Mädels auch immer, wenn du einen Tag zum Sport gehst, isst du an dem Tag auch nochmal extra was. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man da gar nicht reinrutscht, dass Sport was ist, mit dem ich irgendwie Kalorien drücke. Denn gerade auch wenn es um Periodenverlust geht, zum Beispiel, spielt ja auch das relative Energiedefizitsyndrom im Sport immer eine Rolle. Und Ja. Stress entsteht ja auf so vielen Ebenen, also sei es jetzt durch Sport, durch Mangelernährung, durch psychischen Stress auch. Und den wollen wir ja ausgleichen. Deswegen sind Pausen wichtig, Ruhe ist wichtig, Schlaf ist wichtig. Und immer wenn du dich entscheiden musst zwischen Bewegung und Schlaf, gerade in der Recovery, wenn du keine Periode hast, entscheide dich für Schlaf. Das ist ganz wichtig. Also, dass man da wirklich lernt, einen gesunden Umgang mit sich zu lernen und auf sein Gefühl zu hören. Und nicht jetzt zum Sport zu gehen, wenn man weiß, boah, ich bin eh nur schlapp und müde und erschöpft und mir geht's nicht gut. Ja, voll. Also pauschal würde ich sagen, 2, 3 Mal die Woche Sport oder 2 Mal die Woche Sport, sagen wir jetzt mal, für eine Stunde ist absolut gut und in Ordnung und auch gesund für die Verdauung allein. Ein bisschen Bewegung ist wirklich wichtig, aber ich würde dann halt gerade auch gucken, dass ich, wenn ich keine Periode habe, vom Thema Cardio und Ausdauersport ein bisschen mehr Abstand nehme und lieber 2 Krafteinheiten die Woche mache. Ja, sehe ich Oder? genauso. Ja. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Nö. Und halt wirklich ehrlich zu sich sein. Also, Bringt ja. nichts, wenn man sich selber anlügt. Wem macht man was vor? Wem Ja. macht man was vor? Also ganz wichtig. So, und dann schauen wir gleich mal weiter. Was passt denn noch hier dazu? Genau, darf ich in der Recovery Sport machen? Die Frage hat sich dann auch geklärt. Es kommt Ja. immer darauf an, wo man auch ist. Ich finde aber auch, man muss dazu sagen, wenn man jetzt komplett untergewichtig ist, also wenn man wirklich, wirklich stark untergewichtig ist, dann Ja. sollte man vielleicht auch erstmal sagen, okay, Sport ist gerade nicht klug für mich. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich 2, 3, 4 Kilo wirklich zunehme, dass mein Körper stabil ist, dass ich mich da nicht einer weiteren Lebensgefahr irgendwie aussetze. Genau. Das Ja. darf man beachten, das ist wichtig. Ja. Genau, und dann schaue ich jetzt gerade mal. Ah, auch vielleicht noch passend zu dem Thema. Wie geht man damit um, wenn man kein Hunger- und Sättigungsgefühl mehr hat? Wie kann man das zurückerhalten? Wie lang dauert das? Auch hier wieder individuell. Und ja, das kann dauern, das kann aber auch schnell gehen. Und es ist einfach, wie wir eigentlich auch immer predigen, wichtig, dass du regelmäßig isst, dass du genug isst, dass dein Körper merkt, er bekommt Energie. Wahrscheinlich ist dein Körper einfach komplett in einem Notzustand und hat deswegen auch den Hunger ausgeschalten, weil er denkt, er bekommt sowieso nichts mehr. Und ich denke, wenn man da eine Weile lang wirklich konstant und regelmäßig und auch genug isst, dann kann das ganz, ganz schnell wiederkommen. Also ich kann mir vorstellen, dass das selbst nach einer Woche schon wiederkommen kann. Aber man muss halt dranbleiben, man muss es halt regelmäßig machen und nicht nur sagen, ach, ich esse heute jetzt mal mehr oder morgen mal ein bisschen mehr. Genau, da muss man halt echt diszipliniert sein und trotzdem essen, obwohl man keinen Hunger hat. Genau. Ja. Ja, also erstens, der Magen wird natürlich kleiner, wenn man lange wenig gegessen hat. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch wieder viel mit Hormonen zu tun, Leptin, Ghrelin. Wenn man denkt, alleine ich jetzt, da war ich nicht in der Anorexie, also nicht mehr psychisch doll krank, sondern ich habe halt einfach so Sport gemacht. Wir Wettkampfsportler, wir machen mal eine Diät. Und ich hatte auch eine Sommerdiät gemacht und dann ist meine Periode ausgeblieben. Und die ist lang ausgeblieben. Und dann bin ich auch irgendwann zum Arzt und man hat sich zum Beispiel mal das Hormon Leptin angeguckt. Also ist quasi für die Sättigung verantwortlich, wird in den Fettzellen produziert und ich habe Leptinmangel gehabt. Also Leptin war eigentlich nicht vorhanden. Kleiner Werbungszwischenblock. Falls du sagst, boah, das klingt alles super interessant und ich wünsche mir auch mal
Unterstützung bei meinen Themen, sei es jetzt in einer Einzelberatung oder in einem intensiven 1-zu-1-Mentoring oder vielleicht auch irgendwann in der Food Freedom Academy in meinem 12-Wochen-Gruppen-Mentoring, dann darfst du dich jederzeit auf meiner Homepage www.lt-coaching.net umschauen, aber auch auf Instagram, da heiße ich lt-coach-lina. Ich verlinke dir auch natürlich die Melanie und alle wichtigen Kanäle, meinen kostenfreien Guide strategisch zum intuitiven Essen. Verlinke ich dir auch alles, da kannst du mal vorbeigucken und dir einfach raussuchen, was du brauchst. Und falls es irgendwas gibt, irgendwelche Fragen offen sind, schreib sie uns hier gerne in die Kommentare oder schreib mir gerne einfach eine Mail oder eine Instagram-DM. Und jetzt ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. Oh, das ist einfach ganz oft so, wenn man lange mangelernährt ist zum Beispiel, dass Hunger- und Sättigungshormone komplett aus dem Gleichgewicht sind und sich da gar nicht mehr gesund regulieren können. Da ist es auch wieder wichtig. Du brauchst ein gesundes Körpergewicht. Du brauchst einen gewissen Körperfettanteil. Dein Körper muss sich erstmal auf was einstellen können und das, was kommt. Und was ich da ganz wichtig finde und was mir zum Beispiel auch persönlich geholfen hat, es war erstmal strategisch ranzugehen. Also ich bin absolut ein Freund von strategischer Intuition, dass man wirklich sagt, okay, ich habe aktuell ein ungesundes Essverhalten. Erster Schritt, sich das einzugestehen. Und zweiter Schritt ist dann mal zu überlegen, wie schaffe ich es denn, ein gesundes Essverhalten zu lernen? Und dazu hilft dir Podcast-Folge 40, dass man mal sagt, okay, wir bauen eine Mahlzeitenstruktur. Frühstück, Mittag, Abendessen. Du hast ungefähr deine Zeiten und wenn du das eine Zeit lang durchziehst, merkst du auch, du bekommst da Hunger. Ich habe morgens, wenn ich aufstehe, immer Hunger und könnte dann irgendwann nach einer Stunde nach dem Aufstehen wirklich einen Bären essen. Und mittags auch immer 12, 13 Uhr habe ich Hunger. Und jetzt ist auch schon Nachmittag, jetzt geht es Richtung Abend, bekomme auch schon wieder Hunger. Und ich freue mich dann auch aufs Abendessen. Ich auch schon. Und Frühstück, Mittag, Abendessen ist natürlich nicht alles. Je nachdem, wo man steht und wie man sich fühlt, ob man zum Beispiel auch Heißhunger und sowas hat, würde ich empfehlen, Snacks einzubauen. 2, 3 Snacks am Tag, vollkommen in Ordnung. Da halt auch wieder gucken, dass die ausgewogen sind. Und wir haben das Thema Hormone jetzt schon angesprochen. Hunger- und Sättigungshormone. Ohne Fette keine Hormone. Isst deine Fette. Ja. Yep. Das ist der Tu. Ja, es ist wirklich so wichtig. Es ist so wichtig. Aber die Leute haben so Angst vor Fette. Ich weiß nicht, warum. Eine Kundin zum Beispiel hat mir jetzt geschrieben, du Lina, ich habe keine direkten Verbote, aber Fette fallen mir schwer. Dann habe ich sie mal gefragt, warum fallen dir Fette denn so schwer? Und was hat sie mir gesagt? Die Gesellschaft. Das heißt ja immer, wenn man Fette isst, dann wird man fett. Stimmt das? Frage an dich. Wenn ich Fette esse, werde ich dann fett? Absolut nicht. Du kannst durch alles fett werden. Also du kannst durch zu viel Kohlenhydrate fett werden, du kannst durch zu viel Proteine fett werden, du kannst aber auch durch Fette fett werden. Aber gerade Fette sind für uns Frauen halt so wichtig und ohne Fette kannst du nicht gesund sein und Fette sind so viel wichtiger als Kohlenhydrate. Kohlenhydrate könnte man rein theoretisch weglassen, Fette auf gar keinen Fall und wir lieben unsere Fette. Fette schmecken gut, Fette machen vor allem einfach auch satt. Also wenn du dann ein Kilo Brokkoli isst und dann vielleicht noch Reis dazu und aber absolut kein Fett hast, das macht halt einfach nicht satt und es macht vielleicht kurzfristig satt, aber Fett macht halt auch einfach langfristig satt. Das ist ja auch der Grund, warum ich vorm Schlafen gehen relativ viel Fett esse, weil mich das einfach wirklich gut über die Nacht bringt, weil das einfach ein langsamer Energiefreisetzer ist. Und deswegen, nein, Fette machen nicht mehr Fett als irgendwas anderes. Absolut und ganz wichtig und richtig. Und alle Makronährstoffe sind da super, super wichtig. Ich zum Beispiel, ich esse vorm Schlafen gehen gerne viele Kohlenhydrate. Ich habe es früher auch gemacht wie du. Ich habe, das ist auch so typisch Bodybuilding, ich esse so meinen Quark mit Nussmus und so. Immer früher. Ja. Und mittlerweile mache ich das ganz gerne, je nachdem, wo man halt auch steht. Wenn man ja zum Beispiel sagt, okay, ich bin eine Frau, ich habe Stress, ich habe vielleicht Probleme mit DHEA und Cortisol, also ich habe vielleicht Nebennierenprobleme tatsächlich, Progesteron ist niedrig, dann würde ich wirklich sagen, okay, abends Leber entlasten, Nebennieren unterstützen, wenig Fett, viele Kohlenhydrate. Genau. Also gerne zum Beispiel Kartoffeln und Karotten und dann ein Quarkdip dazu oder irgendwie sowas. Aber das kommt auch immer darauf an, wo man steht. Zum Beispiel Menschen oder Frauen, die Doll-Darm-Probleme haben, denen würde ich jetzt nicht empfehlen, massig viel Fett zu essen, sondern bei denen würde ich wirklich sagen, setz auf Kohlenhydrate. Ja,
immer ganz unterschiedlich, wo ein Mensch steht. Und für jeden sieht eine gesunde Ernährung anders aus. Und vielleicht ein Abschlussrat, den man da noch mitgeben kann, auch wenn man gerade zum Beispiel die Periode nicht hat, zweifelt, ob das Sportpensum richtig ist, ob die Ernährung richtig ist. Ich würde mich immer fragen, okay, wo stehe ich jetzt und bin ich jetzt gesund? Wenn ja, alles fein, wenn du dich damit gut fühlst, alles gut. Wenn du aber merkst, okay, nee, da stimmt irgendwas nicht, dann kannst du dir sicher sein, dass deine Ernährung auch nicht gesund ist, obwohl du scheinbar gesund isst. Also das ist ja dieses Klassische, das propagiert wird. Ich esse nur clean, gesunde Lebensmittel in Anführungszeichen. Ich esse ja so gesund. Aber wenn du dann nicht gesund bist, kann deine Ernährung für dich nicht gesund sein. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig und das ist halt super individuell und das wäre die erste Frage, die ich mir stellen würde. Und wenn einem das dann auffällt, dann würde ich mir überlegen, welche kleinstmögliche Veränderung kann ich jetzt angehen? Also was kann ich machen, damit ich für mich eine gesunde Ernährung entwickeln kann? Und wenn man jetzt keine Periode zum Beispiel hat, weil man mangelernährt ist, wäre der erste Schritt zu gucken, wie erhöhe ich? Schaffe ich es jetzt mit der Scheibe Toast oder mit 2 Esslöffel Haferflocken oder was weiß ich? Und dann einfach Step für Step vorgehen, sich vielleicht auch wiegen oder Bilder machen oder was weiß ich, dass man es dokumentieren kann. Dann noch zu dem Thema vorher zum Beispiel, weil du gern viel Kohlenhydrate vorm Schlafen gehen isst. Ganz, ganz vielen hilft es ja auch, besser zu schlafen. Also, das muss man einfach gucken, was man für ein Typ ist. Es gibt Menschen, die können absolut nicht irgendwie noch viel Kohlenhydrate vorm Schlafen gehen essen, weil die das so belastet und die dann nicht gut schlafen können. Es gibt aber auch viele Leute, die viele Kohlenhydrate vorm Schlafen gehen brauchen, weil die das beruhigt, weil das Stresslevel senkt, so wie du erwähnt hast, und dadurch besser runterfahren können. Und da muss man einfach wirklich probieren. Das ist wirklich super unterschiedlich. Und manche kommen zum Beispiel super mit klar, morgens dann ihren Porridge zu essen, haben da keine Schwierigkeiten mit Müdigkeit und so. Bei mir ist es zum Beispiel ich früher auch immer so gemacht, weil ich auch morgens viel aktiv war. Wenn ich jetzt aber weiß, ich sitze den ganzen Tag im Büro, tut mir das besser, wenn ich da auf Fette und Eiweiß setze, dass ich nicht so mittagstief habe. Aber da ist jeder so individuell und es kommt komplett auf die Lebensumstände immer an. Und wichtig ist halt da wieder in Bezug zum Körper zu lernen. Ich glaube, es ist so die Quintessenz von allem. Wenn man lernt, auf seine Intuition vertrauen zu können, seinem Körper vertrauen zu können, dann macht man alles richtig. Und da gibt es nicht die perfekte Ernährung. Oder? Weißt du? Absolut nicht. Nee. Und ach, was ich da auch für wilde Ernährungsformen schon ausprobiert habe. Selbstexperimente. Das sowieso, das sowieso. Jetzt die letzte Zeit zum Beispiel, vielleicht noch zum Schluss. Ich habe ja Hashimoto diagnostiziert. Also eine Schilddrüsenerkrankung, eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse für alle, die es nicht kennen. Und man sagt eigentlich, wenn man Hashimoto hat, sollte man auf Gluten verzichten. Ich esse für mein Leben gern Brezeln. Wer nicht? Mit Butter. Ja, oh mein Gott. Oh. Beste. Und ich schaue jetzt aber gerade, wenn ich merke, okay, ich habe vielleicht ein bisschen einen Schub, weil ich auch keine Medikamente nehme, möchte ich natürlich meine Schilddrüse so gut es geht unterstützen. Und ich schaue halt dann, dass ich verzichte nicht komplett auf Gluten, das möchte ich auch nicht. Das weiß ich, will ich einfach nicht, brauche ich auch nicht. Aber gerade wenn ich merke, okay, meine Schilddrüse, die hat es gerade ein bisschen schwer, dann schaue ich halt, dass ich sie unterstütze, indem ich zum Beispiel zeitweise auf Gluten verzichte. Ja, voll gut. Oder weniger Gluten esse. Aber auch wenn man jetzt spontan sagt, okay, ich koche heute zum Beispiel einen Thai-Curry, ich brauche vermutlich ein bisschen Sojasauce, ich weiß es nicht, da ist auch Weizen drin. Und so eng sehe ich es dann zum Beispiel nicht. So, Das ist ich finde, ja. ja, man braucht nicht alles überanalysieren und man braucht nicht immer nach Perfektion jagen. Und wenn du jetzt auf der Jagd nach deiner Periode bist, dann würde ich sagen, an einem Punkt anknüpfen. Und gar nicht zu viel von außen aufschnappen. Also nicht nur, weil Person XY sagt, du brauchst unbedingt Maca, kaufst du dir jetzt Maca. Der andere sagt, du brauchst unbedingt Yamswurzel, dann kaufst du dir Yamswurzel. Der sagt Mönchspfeffer, dann holst du dir Mönchspfeffer. Nee, fang bei den Basics an, oder? Ja, voll. Voll Ja. deiner Meinung. Hast du noch irgendwas zum Schluss jetzt zu den Periodenhungersättigungshormonfragen? Nee, ich glaube, wir haben das Wichtigste angesprochen. Ich danke dir für deine Zeit. Und ich hätte So gesagt, gerne. wir treffen uns gleich nochmal zu Runde 2 von den Fragen und splitten das einfach ein bisschen auf. Wir Gerne. quatschen. Ups. Also, bis gleich. War die Folge toll oder war die Folge toll?
Ich finde es immer so schön, wenn Melanie Teil vom Happy, Healthy and Confident Podcast ist, weil sie macht nicht nur bei mir im Team LT Coaching eine wunderbare Rolle und ist einfach so eine tolle Frau, sondern auch hier im Podcast finde ich, sie passt hier einfach super rein und wir haben so gleiche Ansichten, aber doch ein bisschen unterschiedlich und so bringt man auch mal anderen Wind rein. Ich fand es total cool, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, das Ernährungsprotokoll schickst du mir gerne per Mail, dann suche ich mir ein, zwei raus. Und sind wir mal gespannt, dann werten wir da ein bisschen was aus. Meine Mailadresse und alle weiteren Infos findest du auch nochmal in der Beschreibung. Falls du sagst, boah ja, LT-Coaching klingt interessant für dich, dann schau gerne mal auf www.lt-coaching.net vorbei. Das ist meine Homepage, da findest du zum Beispiel auch das Bewerbungsformular für ein unverbindliches Kennenlernen und wir können einfach mal gucken, wie Melanie und ich dich auch auf deiner individuellen Reise noch ein bisschen besser unterstützen können. Und ansonsten hätte ich gesagt, bis übernächste Woche, wenn wir gemeinsam wieder happy, healthy and confident in die neue Woche starten und tatsächlich das Q&A ein bisschen fortführen. Und zwar geht es dann um das Thema Heißhunger und Essanfälle. Wir freuen uns sehr auf dich und jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag, morgen, Abend oder was auch immer.